Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie diese Konferenz nützlich finden werden, da wir ein bedeutsames Ereignis diskutieren, der Fall der Berliner Mauer. Ich danke Ihnen für diese Chance, eine Rede zu halten. Chance. Für einen jungen Amerikaner ist die Frage der Chance und Freiheit wichtig, da unser Land mit diesen Ideen gegründet war. Der Fall der Mauer ist ein Symbol der Chancengleichheit. Es zeigt, dass Protest den Fortschritt bringen kann, dass die Demokratie in dem Kopf des Volkes lebt und dass man immer Freiheit will. Der Mauerfall ist noch wichtig für unsere heutige Welt. Die Wende, die nach der Mauer gekommen ist, hat die Welt verbessert. Wir haben viele Gründe, diesen Tag zu feiern. Die Chance. Es ist ein Ideal, das wir respektieren müssen. Vor der Wende hatten die Ostdeutschen nicht genug Chancen, ihr eigenes Leben zu kontrollieren. Zum Beispiel, der Sohn der bekannten Aktivistin Bebel Bolay konnte nicht in die Oberschulen studieren, weil er in der FDJ und den Pionieren nicht beigetreten hat. Er musste sein Abitur in der Abendschule machen, als er älter war. Die DDR hat ihm eine Chance weggenommen. Der Fall der Mauer, die ganze Geschichte der DDR, gibt mir ein Gefühl von Dankbarkeit, weil ich immer diese Chancen hatte. Als junger Amerikaner kann ich fast alles machen. Für Deutschland war der Mauerfall überhaupt wichtig, weil er neue Chancen für Ostdeutschen gemacht hat. Die Ostdeutschen wurden nicht mehr von der DDR-Regierung eingekeppelt. Sie haben ihre Freiheit zurückgefunden. Endlich hatten sie die Chancen, die wir in Amerika für selbstverständlich halten. Die Ostdeutschen haben ihre Macht gefunden, als sie dachten, dass sie machtlos waren. Am 9. Oktober 1989 gab es einen besonderen Protest in Leipzig gegen die DDR-Regierung. Alle glaubten, dass die Stasi und die Armee den Protest brutal aufhalten würden. Glücklicherweise war es ganz anders. Die Polizisten haben stattdessen den Demonstranten geholfen. Nach diesem Ereignis protestierten die Ostdeutschen immer mehr. Als sie wussten, dass ihre Regierung friedlich war, haben die Ostdeutschen ihre Macht gefunden. Für mich ist das wichtig, weil es zeigt, dass man eine repressive Regierung ohne Gewalt überwinden könnte. Es gibt immer repressive Regierungen in der Welt. Die Idee, dass die Probleme in anderen Ländern ohne Gewalt gelöst werden können, ist ermutigend. Ich finde Inspiration auch in den Menschen, die das politische Denken vorbringt haben. Sie waren nicht alle Politiker, nicht alle Staatsmenschen, nicht alle besonderen Bürger. Sie waren Malerinnen, Schriftsteller und Ärzte. Sie waren intelligente, nachdenkliche, betroffene Menschen, die eine Wende wollten. Wir können alle wie diese Menschen sein. Die Seite der Mauerfall zeigt, dass diese ganz normalen Menschen Leitbilder für die ganze Welt sein können. Sie haben mit ihren Wörtern gekämpft und waren normale Menschen wie wir. Man soll sagen, was man denkt, wenn er die Chance hat, um eine bessere Welt zu machen. Ähnlich wie die der Ostdeutschen der intellektuellen Klasse können die unterdrückten Menschen in allen Ländern gegen die Ungerechtigkeit der Welt kämpfen. Der Mauerfall zeigt uns auch, dass unsere Ideale nicht immer die Ideale der ganzen Welt sind. Die meisten Amerikaner glauben an Demokratie, Freiheit und Frieden. Es trifft auch zu, dass Deutschland an diese Idealen hält. Jedoch sind die meisten Leute, nicht alle Leute. In ihrer Rede aus dem Jahr 2007 spricht Bebel Bolay über dieses Thema. Es gäbe Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, als die Mauer gefallen ist. Die Hoffnung und Träume der Westen waren nicht die des Ostens. Nach Bolays Aussage sollte Ostdeutschland seine Zukunft bestimmen. Der Westen hat den Osten sehr geholfen, aber Bolay hat diese Hilfe eine Milchmädchenrechnung genannt. Der Westen wollte den Osten schützen, als ob der Osten zu schwach war, um sich selbst zu schützen. Auf der einen Seite brachte Ostdeutschland die Hilfe und die Unterstützung. Auf der anderen Seite sollte die Ostdeutschen ihre Situation allein verbessern, am wenigsten am Anfang. Ich sage es nochmal, man muss die Chance haben, seine Probleme zu überwinden oder zu scheitern. Sonst ist man nicht wirklich frei. Der Mauerfall ist wichtig für mich als Amerikaner, aber die meisten Amerikaner wissen nichts über dieses Thema. Verändern Sie das.
die Geschichte zeigt die Chancengleichheit, die wir in Amerika haben. Es zeigt die Macht der normalen, intelligenten Menschen. Wir sollen feiern, weil der Mauerfall ein besonderes Ereignis für Freiheit und Frieden war, obwohl es noch weitere Aufgaben in Deutschland und der Welt gibt. Wenn wir die Welt auf die Art und Weise der Ostdeutschen wählen können, werden wir eine friedliche und bessere Welt schaffen. Danke.